Hey Leute, willkommen zurück zu SteamWorld Quest. Weiter geht's. Und ja, letztes Mal so ein bisschen... Das Interface ist so ein bisschen schwierig, aber Gott sei Dank gibt es Shortcuts. Und wir gucken gerade mal. Wir können jetzt hier oben weiterlaufen. Oder wir schauen erstmal auf der anderen Seite. Ich glaube, wenn hier so ein Speicherpunkt ist, dann geht es hier wahrscheinlich auch direkt weiter. Deswegen schauen wir uns erstmal woanders um. Ist halt auch ein bisschen blöd, dann immer, ja, Sachen auszulassen. Ich möchte schon ein paar Sachen mitnehmen. Und auch diese Sache hier mit dem Menü hier unten, das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich weiß nicht, ob das wegen Gamepad so gemacht ist, aber wir können das ganz einfach auch umgehen, indem wir zum Beispiel Q drücken. Und dann haben wir direkt hier schon mal Heilgegenstände zur Auswahl oder halt E für Inspizieren. Und ja... Muss man halt wissen, ne? Aber muss man halt einfach mal einen kleinen Blick reinwerfen. Gut, Feldmagier sollten wir doch jetzt schon ausschalten können. Jawohl. Da hatten wir auch direkt eine Heldenkombo. Und ich gucke natürlich schon so ein bisschen, dass ich gerne dann direkt von einem, wenn es geht, alles machen würde. Oh, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen... Ha, das hatten wir jetzt noch nicht. Okay, ich kann jetzt nur eine Karte spielen, weil das sind jetzt alles Karten, für die ich halt mehr von diesem Dampf brauche. Mana-Barriere. Gut, du kriegst jetzt... ich glaube, ich gebe dir mal eine Mana-Barriere. Du hast am wenigsten Leben. Dann können wir hier direkt auch nochmal eisige Kälte benutzen. Mehr können wir wieder nicht machen. Das ist gerade von den Karten aber echt ein bisschen blöd. Ich weiß halt auch noch nicht, wie grindlastig das denn letztendlich auch wird. So, wenn wir schon hier so viel Schaden machen können, dann sollten wir das gerade auch tun. Heldenmut würde ich halt direkt schon mal nehmen. Mana-Barriere brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann nehme ich lieber einmal Flicken und dann bekommst du das. Dann haben wir hier aber immer noch eine Mana-Barriere und ja komm, dann kriegst du die auch noch. Feuersäule, dann bist du auch erledigt und wir können gerade wieder nichts anderes machen. Das ist momentan aber echt ziemlich mager. Ich habe halt zu wenig davon. So, jetzt können wir wieder sowas nehmen und das, ja komm, dann machen wir das direkt, um halt hier den möglichst viel Schaden reinzudrücken. Letzten beiden Videos hatten wir das Problem gar nicht. So, Heldenhieb, Dampffaust und du hast jetzt nicht mehr so viel. Flicken können wir bei dir nochmal... wobei... Ja, okay, das ist jetzt wieder doof. Das ist jetzt wieder doof. Ich würde ihn halt gerne noch heilen, aber du gehst jetzt sowieso drauf. Das heißt... Obwohl, nee, mal gucken. Moment. Gut. Aber generell, wenn es halt die letzte Karte ist, die gespielt werden soll und der Gegner geht vorher drauf, dann wird die Karte halt nicht mehr gespielt. Das ist halt ein bisschen blöd, wenn ich dann nochmal gerne wen heilen möchte und kann den vorher nicht heilen, weil mir hier zu wenig Dampf habe, dann ist das halt schon ein bisschen blöd. So, das brauchen wir jetzt im Prinzip auch nicht. Runde beenden, jawohl. Weil die Karte wird sowieso nicht gespielt. Das Gute ist, wir kriegen immer ein bisschen so ein paar Sachen. Schriftrollenfetzen, faulige Flüssigkeit, schwelender Glutschein, Mylliumwürfel und Gold, Gold, Gold und Erfahrungspunkte. Deswegen ist das auch gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass ich mich erstmal hier oben so ein bisschen umschaue. Was haben wir denn hier? Gigatonschlag. Fügt einem Gegner 500
15% Stärke physischen Schaden zu. Combo verursacht zusätzlich 200% Stärke. Interessant. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Team-Combo. Einige Karten sind stärker, wenn sie zusammen mit einer Karte eines anderen Helden gespielt werden. Ach, sowas gibt's auch. Dies wird als Team-Combo bezeichnet. Karten, die Team-Combo-Effekte haben, haben ein Symbol, das dem anderen Helden auf der Karte entspricht. Die detaillierte Beschreibung der Karte erklärt auch, welchen Bonus man erhält. Um den Kombi-Bonus zu aktivieren, spielt man einfach eine beliebige Karte vom angegebenen Helden vor der Karte mit dem Team-Combo-Effekt in der gleichen Runde. Okay, ja gut, das ist relativ klar. Kann ich mit dir hier irgendwas machen? Palmer Quinn. Algiron, hilf! Ich bin zu jung, um als Häuflein Asche zu enden. Ganz ruhig, Quinn. Hier endet niemand als Häuflein Asche. Sie kamen aus dem Nichts. Genau wie dieser Ausschlag, den ich vom Brunnenwasser bekommen habe. Es sind so Informationen, die ich nicht brauche. Gut, und wir haben natürlich hier noch eine Karte mit M. Da sieht man das noch ein bisschen besser. Hätte ich auch von allein drauf kommen können, habe ich jetzt, wo ich vorm Video mal kurz geguckt habe, im Optionsmenü bei Steuerung gesehen. Aber ja, ist eigentlich selbsterklärend. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal runter. Da müssen wir halt noch ein paar Mal kämpfen. Aber was soll's. Das ganze Zeug können wir bestimmt ganz gut gebrauchen. Wie machen wir das denn jetzt? Und natürlich, ja, man sieht natürlich nicht nur an dem, dass die kurz so weiß aufleuchten, zu wem die Karte gehört, sondern das Symbol ist halt auch hier oben über der Karte. Muss man halt sehen, ne? So, Feuersäule. Und so, du hast Konterhaltung, dich würde ich jetzt sowieso erstmal ignorieren. Wir haben hier eisige, wobei eisige Kälte wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Du kannst dir mal Heldenmut geben. Dann nehmen wir einmal eisige Kälte. Und Bücherhieb. Ja, dann passiert nämlich das. So, Schlachtruf. Bist halt im Prinzip sowieso schon erledigt. Deswegen würde ich halt sagen, nehmen wir zweimal Heldenhieb und dann müsste das auch wieder passen. Okay, wir haben zweimal tapferer Schlag. Können wir direkt ausspielen und dann, ja, setzen wir direkt nach. Das sollte eigentlich schon, das sollte, ja, das reicht auf jeden Fall. Level up, mehr Gold. Und was ich ein bisschen komisch finde, wobei das geht auch hier rüber, aber generell Escape zu drücken, um dann hier ins, ja, ins Gruppenmenü reinzukommen, ist halt ein bisschen komisch. Gut, ich würde auf jeden Fall gerne hier was austauschen. Ob ich jetzt zweimal sowas wie Gigatonnenschlag damit reinnehmen will, ist halt auch so eine Sache. Aber ich glaube, ich schmeiße einmal das raus und nehme dafür einmal Gigatonnenschlag rein. Ich muss gerade noch mal kurz gucken. Ja, ich glaube, das hier oben sind ja die Dampfkosten und kostet schon 4. Also da muss ich eigentlich schon ein bisschen mehr aufpassen. Wenn das nur so 2 oder 3 kostet, geht das halbwegs noch durchgehend. Aber bei 4 wird, glaube ich, die Luft schon ein bisschen dünner. Dann machen wir das halt einmal so. Und dann gehen wir jetzt hier nochmal ganz runter. Ist halt ein bisschen blöd, dass ich nicht weiß, wo es dann wirklich, ja, zum, ich sag jetzt mal, Boss geht. Dass ich dann erstmal definitiv weiß, wo ich zuerst gucken kann. So artet das dann vielleicht ein bisschen in Hin- und Hergelaufe aus. So, du kriegst eine Mana-Barriere. Und wir hätten hier einmal Flicken. Das würde ich dir dann direkt auch schon mal geben. Weil du hast jetzt nicht mehr so viel Leben. Die können sich auch heilen.
Ja, das ist auf jeden Fall dann auch gut zu wissen. So, Dampffaust. Dann muss ich halt auch erstmal wieder hier jede Menge Dampf da aufbauen. Jetzt könnten wir auch mal Abrissbirne spielen. Würde ich dann halt direkt auch mal machen und dann hier Heldenhieb hinterher setzen. Das läuft dann auch wieder darauf hinaus, dass man einfach gucken muss, okay, welche Karten nehme ich jetzt genau mit? Also welche, die wenig Dampf dann brauchen, Dampfkraft brauchen oder ein paar davon oder ein paar oder ja ein paar wenige, die halt ein bisschen mehr brauchen. Ich glaube, das war soweit klar jetzt. Gut, du hast 3. Wir haben Flicken. Das würde ich halt eigentlich auch schon mal direkt gerne wieder nehmen wollen. Das gebe ich dann dir. Dann haben wir noch einen Heldenhieb hier und Feuersäule. So, einmal bitte Heldenmut. Mana-Barriere, ja gut, können wir nochmal nehmen. Und hier einmal eisige Kälte. So, dann mal ganz kurz gucken. Also Heilung haben wir jetzt hier auch nicht mehr bei. Deswegen können wir hier auch direkt Feuersäule nehmen. Und gut, dann mache ich das so. Geht das ein bisschen schneller. Da werde ich halt noch Karten auswählen, auch wenn ich weiß, der geht dann drauf. Aber das anders zu machen. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied von der Zeit. Schilde hoch. Erhöht die physische Abwehr eines Verbündeten 3 Runden lang um 2 Ränge. Das klingt natürlich auch sehr nett. Ist halt auch wieder eher hier. Ich würde vielleicht sagen, wenn ich schon sowas mitnehme. Dann würde ich vielleicht hier einmal die Heilung rauswerfen, eine Karte. Und dann nochmal Schilde hoch mitnehmen. Und das einfach mal so probieren. Alles klar, dann haben wir uns jetzt hier alles angeguckt. Und können dann auch da oben hinlaufen. Ganz ehrlich, dann werde ich hier auch schon mal wieder speichern. Wir müssen ja nicht mehr zurück. Dann gucken wir mal. Ich nenne ihn ab jetzt Einrad. Was? Warum seid ihr nicht bei den anderen Gefangenen? Pah, diese nichtsnutzigen Blechköpfe. Sie besudeln den tadellosen Ruf der Armee des Abgrunds. Was ist das überhaupt für ein Name? Armee des Abgrunds. Das klingt ja ziemlich... Ich weiß nicht. Nicht sehr, ja, erfolgsversprechend, um es mal so zu formulieren. Die Armee des Abgrunds, was genau macht ihr hier eigentlich? Also abgesehen davon, dass ihr das Rathaus abfackelt natürlich. Ich rede nicht mit Gildenabschaum. Ich diene nur dem dunklen Lord, dessen Eisenschuhe ihr es nicht einmal wert seid zu polieren. Was ist das für ein Spruch? Der dunkle was? Nie von ihm gehört. Von mir aus kannst du auch gerne einer Ziege dienen. Fang an zu reden, bevor wir es aus dir rausprügeln. Gut, du hast 770 Leben. Das ist natürlich schon so ein bisschen... ich würde gerne mal gucken, was haben wir denn hier? Aber das ist auch ein bisschen blöd, dass ich halt über E erst E drücken muss, ihn dann auswählen. Das wäre halt irgendwie schon cooler, wenn ich direkt Rechtsklick machen könnte und das wird hier automatisch dann aufgehen. Das ist halt auch alles so auf Gamepad-Steuerung ausgelegt. So kommt mir das zumindest vor. So, Stärke, Magie, natürliche Abwehr. Okay, alles klar. Dann starten wir mal mit... Ich würde dir vielleicht mal Schilde hochgeben. Und
dann greifen wir einfach so erstmal an. Eisige Kälte schenke ich mir jetzt mal für den Moment. Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier Feuersbrunst, Mana-Barriere. Kriegst du dann mal. Können wir nochmal Bücherhieb nehmen. Und dann kriegen wir noch ein Barrierefeld oben drauf. Ist das kein Deal? Das ist doch voll der Deal. Okay, gut, was machen wir? Was machen wir? Ich werde jetzt erst nochmal so angreifen. Tapferer Schlag könnten wir einmal nehmen. Oder hier, na komm, dann nehmen wir eisige Kälte. So, du nimmst auf jeden Fall Heldenmut. Wir haben noch Heldenhieb und Tapferer Schlag. Dann passt das auch ganz gut. Dann haben wir auch wieder Löwenherz. Und ich habe das mit dieser Team-Kombo jetzt auch noch gar nicht gemacht, soweit ich das gesehen habe. Aber gut. Alles der Reihe nach und so. Okay, wir haben jetzt hier... Ich nehme mal Heldenhieb. Ich nehme noch einen Heldenhieb. Und ich glaube, gebe dir hier schon mal Flicken. Schlachtruf wäre, glaube ich, jetzt auch ganz okay. Dann nehmen wir das auf jeden Fall noch. Und Bücherhieb. Und eine Feuersäule. So, wir müssen auf jeden Fall auch ein bisschen Schaden machen. Sonst zieht sich das hier noch ewig in die Länge. Gut, jetzt haben wir hier Abrissbier, ne? Neuziehen habe ich jetzt halt auch noch nie benutzt. So, was machen wir denn? Ah, okay, ich kann das auch draufklicken. Okay, so geht es natürlich auch. Dann nehmen wir erstmal hier... Feuersäule ist ein bisschen doof. Dann machen wir das lieber anders so. Dann Abrissbirne. Und du kriegst hier noch eine Mana-Barriere. Okay. Heldenmut. So eine Mini-Heilung noch oben drauf. Tapferer Schlag. Und noch eine Feuersäule. Nochmal ein tapferer Schlag und dann machen wir auf jeden Fall auch ein bisschen Schaden. Hat jetzt nicht mehr so viel Leben. Okay, jetzt müssen wir echt gucken, ob wir den eventuell heilen. Beziehungsweise ich gebe dir erstmal Schilde hoch. Dann machen wir das und dann kriegst du einmal Flicken. Dann haben wir noch Wächter hinterher. Was das jetzt genau macht. Sah jetzt so ein bisschen nach einer Gruppenheilung aus, so minimal. Gut, auf jeden Fall Schlachtruf, Heldenhieb, Heldenhieb, dann haben wir auch wieder Löwenherz. Alles klar, dann gebe ich dir meine Mana-Barriere, dann können wir hier auch direkt
Schaden machen. So viel hat er ja nicht mehr. 18 ist natürlich ein bisschen wenig. Dann würde ich halt doch mal sagen, hier Reparaturfiolen haben wir ja ein bisschen, dann kriegst du die mal. Und dann hier Feuersäule. Bücherhieb. Du hast noch 72. Also das ist ja schon fast jetzt gelaufen. Der Heldenhieb, Dampffaust und noch eine Dampffaust, aber ich glaube, dass... Doch, das müsste dann reichen, das wären dann 36, wenn wir normalen Schaden machen. Es war ein bisschen weniger und es hat gereicht. Wenn ich in der Armee eines gelernt habe, dann, dass ein guter Rückzug einer schlechten Niederlage immer vorzuziehen ist. Das war doch noch relativ einfach. Komm sofort zurück, du Singvogel. Los, ihm nach. Amelie, ich überbringe wirklich nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber das Dorf brennt. Oh, stimmt, wir sollten wohl das Feuer löschen. Trotzdem haben wir ihm ordentlich in den Blechhintern getreten. Kapitel 2, das Dorf Gunshane. 80%, na immerhin. So. Kapitelauswahl. Ab jetzt kannst du von diesem Bildschirm aus vorherige Kapitel erneut spielen, um Schätze einzusammeln, die dir vielleicht entgangen sind oder mehr Erfahrung durch Kämpfe zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Wenn du die Geschichte fortsetzen willst, wähle einfach das neueste verfügbare Kapitel aus. Alles klar. Ich würde ja halt gerne schon mal zurück, weil hier war auf jeden Fall noch was, aber das jetzt alles mitzunehmen, brauchen wir auch nicht unbedingt. Beziehungsweise das würde ich dann sowieso nicht hier ins Video mit reinnehmen. Chapter 3. Hope to see the heroes. Gut, ich kann wahrscheinlich hier auch direkt am Anfang nicht wieder speichern, ne? Okay, ich glaube, das war das letzte Feuer. Oh, ich fühle mich wie ein ausgewrungenes Kleidungsstück, aus dem man das gesamte Wasser rausgequetscht hat. Das war großartig, Gallio. Wer bis zum Ende alles gibt, der ist ein echter Held. Das ist nicht jedem so wichtig wie dir, weißt du? Ich mache ein Nickerchen. Weckt mich einfach auf, wenn das Abendessen fertig ist. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen herausfinden, wo die Gildenhelden sind. So sehr ich auch dagegen bin, in ein weiteres von Amidis Abenteuern verwickelt zu werden, sie hat recht. Die Gildenhelden werden vermisst und das Dorf wurde beinahe vollständig niedergebrannt. Und dann wären da noch diese Armee und ihr dunkler Lord. Oh, vielleicht ist noch jemand beim Gildenclub. Das ist eine gute Idee. Und der schnellste Weg dorthin... Ich laufe nicht nochmal durch den Apfelgarten. Das letzte Mal wurde ich 9-mal gestochen. Die Bienen sind nervig, aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Gehen wir. Vom Unglück verfolgt. Der ist mir so sympathisch. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.